Ja, und damit hallo und herzlich zurück zu Thief. Mal sehen, wann die Wache wieder zuckt, beziehungsweise ob ich jetzt rangehe, während sie hin- oder zurückläuft. Das ist die Frage. Ich würde sagen, eher auf dem Rückweg. Weil sie ist jetzt da und... Ne? Okay, das ist auch nicht gut. So. Schnell weg damit. Ja, wir haben uns ja in letzter Folge hier zu dem Leuchtturm Seeanwesen, was auch immer, vorgekämpft. Und sind jetzt gerade dabei, hier einzubrechen ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wir meinen das auch gar nicht böse. Das ist viel besser, die Übersicht. Gut, aber hier ist nichts. Ich weiß, hier oben war eben noch eine Wache, die möchte ich jetzt auch nochmal anknuddeln. Wenn ich das überhaupt kann, ich schätze mal, dieser Vorsprung wird mich daran hindern. Nö. Okay, aber das ist mir jetzt zu gefährlich. Also da jetzt einfach reinzuplatzen. Nee. Da schon lieber einmal komplett durchs Haus arbeiten. Nicht, dass es gleich heißt, ja, wir sind fertig und können raus und dann haben wir 3% Loot oder so. Muss ja auch nicht sein. Das heißt, die Wache, die wir letztens da oben gesehen haben, die patrouilliert auch durch das Zimmer durch. Interessant zu wissen. Ja. Muss man ja alles beachten. Störende Wachen. Aufdringliche Gegner, aufdringliche Zivilisten, die gar nichts damit zu tun haben wollen, aber trotzdem erstaunlich oder erschreckend gut Alarmanlagen sind. Oh, das ist unerwartet. Da noch was dazu? Nein. Ja, finde einen Weg rein, haben wir. Nicht der beste, aber wir haben einen Weg rein gefunden. Lucifer? Recipe 4? Eine Flasche Whale Oil. Öl. Okay. Golden Slab. Okay, das sieht nicht ganz so doll aus. Oh nein. Sag mir bitte nicht, dass er vorne wieder ein Ladebildschirm hat. Völlig unnötiger. Ich hatte
hatte mich schon so darauf vorbereitet, eine Folge ohne Cuts aufzunehmen. Also wenn irgendwie möglich, umgehen wir diesen Cut. Es wird aber doch interessant, was da oben ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da oben noch nicht war. Ich meine, ich wäre nicht bei hell erleuchteten Fenstern rumgelaufen. Ja, okay, aber hier kommen wir nicht weiter. Ich wusste doch, dass wir hier nicht waren. Wie hätten wir sowas übersehen sollen? Schlüssel. Interessant versteckt. Goldklumpen. Scheinbar. Sehen wir später beim Händler, was genau das ist. Oder auch nicht. Ja, hier eine Leiter. Sagen, wir haben einen Weg ins Haus gefunden, der nicht der ursprünglich vorgesehene war. Das gefällt mir soweit. Schleichwege sind immer gut für mich. Okay. Besonders in einem Spiel, wo es hauptsächlich darum geht zu schleichen. Da pennt einer, ne? Ja. Gut. Okay. Tagebuch. Ich mache mich davon mit dem schönen silbernen Spiegel in der... in dem Badezimmer der Witwe. Sie ist nicht in einer Verfassung, ihn überhaupt zu vermissen. Na, wenn du meinst. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt erstmal hin? Wir haben so viele Türen, viele Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel ihn bewusstlos schlagen. Oh. Dann ihn hier runterwerfen. Tschüss. Und dann sein Zimmer hier ausräumen. Hier. Wenn ich da jetzt hochspringe, löse ich garantiert wieder Alarm aus. Also wecke sie. Nee, Möbelrücken spielen wir jetzt auch nicht. Weil ich diesen Schrank schon gerne verschieben würde.
Nur da tut sich nichts. Das hier ist jetzt die andere Seite von dem Kamin, genau. Es ist echt ein schlechtes Zimmer, um ein Schlafzimmer zu sein, ne? Sieht mir mehr nach einem Durchgang als einem Schlafzimmer. Und oh, that was nothing. Over here, someone's in the corridor. Oh my heavens, help! There's a prowler. Er hätte doch betäubt sein sollen. Eindeutig. Also ich habe hinter ihm gestanden und ihm übergezogen. Vielleicht hat er sich gerade in dem Moment weggedreht, aber so feinfühlig sollte das Spiel dabei auch nicht sein. Beziehungsweise in anderen Situationen funktioniert es. Nein. Ist irgendwas dabei? Nein. Don't you touch me! Also ich höre die Wache noch. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie sich komplett resettet und auch die Frau wieder zur Ruhe kommt. Mal schnell auf der anderen Seite. Bitte, aus. Der ist ja richtig aufgeregt, der Kerl. Now if I were some taffer, where would I be hiding? Versuch's mal mit der Umgehungstaktik. Ich mache einfach was anderes. Sehe ich das richtig? Und das ist das Badezimmer? In neueren Spielen hätte es dafür sicher einen Erfolg gegeben. Das Bad ist bereit. Spiegel und Bürste sind da. Ah, Ohrstecker ist okay. Ah, der Knopf. Okay. Das ist aber nicht der Spiegel, den wir finden wollten, ursprünglich. Aber ich sehe ihn auch nicht.
Muss man da jetzt auch mal zu sagen. Vielleicht gibt es in diesem Anwesen ja mehr als ein Badezimmer. Wäre nicht ungewöhnlich. Is it here? Do you see it? Not so loud, Lavinia. No, it's not this room either. And we're almost done with the upper floor. If you were the Widow Moira, where would you keep your late husband's telescope? We won't get anything out of the Widow, my precious. I've just had a peek at her. She's up on the roof raving, and she didn't know me from a field mouse. I didn't mean... I know, darling. The question is more probably, where did the late Captain Moira put it? He wouldn't leave the Nereid telescope just lying around. Bryce, we're doing the right thing, aren't we? I mean, its beauty is wasted on the Widow Moira. She doesn't appreciate the finer things. Well, it's right for us, sweet miss, but as an officer of the City Watch, I must confess it's probably not doing right by the wit. I think we had better be going! Fetch someone. Ach, verdammt. Das bisschen war schon zu viel. Eigentlich mag ich diese Unterhaltung immer. Deswegen werde ich mir die wahrscheinlich auch nochmal komplett anhören und euch dann in der nächsten Folge zusammenfassen. Aber jetzt gerade ist unpassend. Wie gesagt, eine Folge bitte ohne Laden. Sollte ja machbar sein. Schon wieder alles ruhig? Ja. Sie versteckt sich in einer Ecke. Ich bringe sie mal wieder ins Bett. Sorry für die Migräne. Oh, not paradise. Das könnte alles und nichts sein. Nein. Show yourself. You're making this more difficult than needs be. Too many shadows. Something could hide here easy. I'll find you soon enough. Ja, tu das. Am besten steckst du das Schwert weg, damit ich dich wirklich betäuben kann. Nothing. Damn. That killer must have got right out of here after what he done. Ich hab niemanden getötet. Noch ein Übergang. Und damit ist offiziell die Folge zu Ende. Dann würde ich mal sagen, wir legen den kleinen Spinner hier. Wir haben seine Hand im Bild. Noch hier ab und knacken das Schloss. Und dann müssten wir mit dieser Hausseite auch fertig sein, weil wenn ich das richtig gesehen habe, geht es hier nach unten. Und unten war nicht viel, außer eine Treppe, die nach oben führt. Gemälde. Okay, das war jetzt nicht unbedingt thief-like.
Das heißt, es ist nur noch dieser Raum und hier kann nicht mehr viel drin sein. Also bewegen wir uns auch schnell durch. Ich bringe es in die Bibliothek und sehe nach, ob es irgendwas von Wert ergibt. Ah, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Einfach nur eine Abstellkammer, ja, kann ich mich verstecken. Komme ich mit klar. Kann ich mit leben. Jetzt noch die Bestätigung, dass da unten wirklich unten ist. Die ist auf dem Rückweg, ne? What do you think? Did we just make the whole thing up? That's a relief. For a while I thought there was something there. Yo. Bewegliche Frau. Oh, bleib doch einfach auf dem Sofa liegen. Da. Dann nicht. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Raum auch fertig. Und sind in der Hauptkammer angekommen. Ja. This bloody leather's cracking. Useless. Cost a fortune too. Okay, also ein bisschen was haben wir noch. Aber nicht so richtig viel. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier weitermachen und ja. Bis dahin. Tschüss.